Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Lieber Veniel, ich grüße dich. Ich hoffe, ich darf mir das erlauben, du zu sagen. Also das ist jetzt dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Häuser oder Lebensbereiche. Und jetzt geht es um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das ist dein Lagna oder Aszendent. Ich setze Waage hier zum ersten Lebensbereich, das ist dein Geburtsmoment. Und diese Waage war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat, hier auf dem Erdenleben und gehört zu deiner Persönlichkeit. Hat einen Einfluss auch auf dein Aussehen, auf dein Auftreten, so bist du auch wahrgenommen. Und das bleibt von Geburt bis zu deinem Lebensende. Waage gehört zum Luftelement und das vermittelt eine gewisse Leichtigkeit. Außerdem Schönheit, Kreativität und Ästhetik. Und das ist schon ein Hinweis, dass du ein schöner, gepflegter Mann bist und bist auch sehr kreativ, hast auch Sinn für Schönheit und Ästhetik. Außerdem liebst die Gerechtigkeit. Waage symbolisiert auch Gerechtigkeit. Wo du eventuell Schwierigkeiten hast bei Entscheidungen, weil man neigt dazu, alles auf die Waageschale legen, soll ich nicht, alles abwiegen, versuchen ausgleichen oder vergleichen. Das kann vielleicht ein Hindernis sein in dein Leben. Der zweite Lebensbereich, hier handelt es sich um Werten. Alles, was wertvoll ist im Leben, was für uns persönlich wertvoll erscheint, das sollen wir auch in Besitz nehmen. Und es handelt sich nicht immer um materiellen Dingen, sondern wertvolle Freundschaften oder die Liebe oder die Ideenreichtum. All das sind auch Werten. Hier handelt es sich auch um das Selbstwertgefühl und auch Finanzen. Hier ist auch die Geldscheine im Hand. Energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt zum Beispiel, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, dann kann ich eins dazu sagen, dann hat das auch nicht verdient und das Geld denkt auch so. Ich meine das jetzt symbolisch. Die haben immer weniger Geld. Stattdessen sollen wir denken und auch sagen, ich bin es wert. Ich habe das verdient. Ich habe das im Besitz. Und so verbessert sich das Energie des Geldes, auch die Finanzen. Wichtig ist nicht nur auf die Gedanken achten, sondern auch auf die Gefühle, weil das löst auch etwas aus. Das heißt, Schuldgefühl erzeugt Schulden, Verlustangst führt dazu, dass wir etwas verlieren. Manchmal ist das Geld. Da sollte man auch achten. Hier hast du Skorpion. Und tatsächlich hat Skorpion mit Gefühlen was zu tun. Natürlich kann das auch verletzten Gefühlen sein, auch von Kindheit. Weil jemand immer wieder gesagt hat, du bist es gar nicht wert.
Und natürlich entsteht da im Inneren diese verletzten Gefühle. Und hier bei Skorpion handelt es sich tatsächlich um Gefühle, weil Skorpion gehört zum Wasserelement und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Und hier ist wichtig die Transformation, dieser Erneuerungsprozesse. Und warum ist es wichtig, dass dir besser geht, dass du achtest auf dein Selbstwertgefühl, dass du das nicht zulässt, dass andere dich verletzen und dadurch verbessert sich auch die Finanzen. Und wie könnte ich das erklären bei Skorpion? Das ist eigentlich die Kundalini-Energie und das kannst du so vorstellen. Es gibt zwei Systeme, zwei grundverschiedenen Systemen. Die eine System hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Die eine System gehören die negativen Gefühle. Und das sind Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Neid, Eifersucht und Hass. Neid und Hass ist die tiefste, die Gefühle und das ist zerstörerisch. Gefühle wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl ist zwar nicht zerstörerisch, aber die blockieren auch. Und das kennen wir. Jeder Mensch hat mal Angst oder Schuldgefühl oder mal Wut. Aber wie können wir das transformieren? Weil das Gefühl ist da und das kommt immer wieder. Entweder sollen wir das mit Humor nehmen und sagen, Guten Morgen, liebe Angst, das ist schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du mich besucht hast, aber weißt du was, ich brauche dich nicht, ich lebe angstfrei und tschüss. Und verabschieden davon und lachen darüber oder umdenken an etwas, was uns zum Lachen bringt, was uns begeistert, die Angst verschwindet. Eine gute Methode ist angstfrei leben, wenn wir auf den Tag achten, nur auf den Tag. Nicht so viel grübeln über die Vergangenheit. Das kehrt nie wieder zurück. Das sind nur Gedanken, natürlich mit Emotionen verbunden. Aber das ist nicht die Gegenwart. Wir sind immer dort, wo unsere Füße steht und das ist tatsächlich die Gegenwart. Auch nicht zu viel nachdenken, was kommt in Zukunft. Entsteht oft auch Angst. Nur den Tag gestalten, schöpferisch, kreativ gestalten, die Angst verschwindet. Und das sind die negativen Gefühle und die blockieren. Angst blockiert. Außerdem, es ist wie Pandoras Büchse, wenn wir die Angst zulassen, kann ein trojanisches Pferd immer wieder kommen. Also es ist auch ein gewisser Schutz. Wir sollen übergehen auf den anderen System und das sind die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Es ist alles göttlich, es ist alles schöpferisch. Dann haben wir die schöpferische Energie und mit dieser schöpferischen Energie können wir unserem Leben schöpferisch gestalten und fühlen wir uns frei. Und das ist die Transformation, diese Erneuerungsprozesse, was die Skorpion zeigt und uns belehrt. Der dritte Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Und es ist nicht nur, wie wir gelernt haben, das Wissen, sondern wie war die Verbindung zum anderen Kinder, Geschwister oder Kinder in die Schulklasse. Haben wir uns bewiesen können? Könnten wir uns durchsetzen? Oder waren wir immer auf die Seite geschoben? Diese Erinnerungen sind da und das zieht sich wie rote Faden in unserem Leben. Wenn wir damals uns nicht behaupten könnten, dann
spiegelt das Leben später und dann lernen wir das in die Schule des Lebens. Das sind Prüfungen. Das sind Prüfungen. Uns behaupten gegen Konkurrenten, Rivalen. Und nicht nur das, sondern lernen, lernen, lernen. Dieser Lebensbereich zeigt, wie das geht. Das ist auch Austausch von Informationen. Steht auch mit Medien in Verbindung. Hier hast du Schütze. Und das bedeutet, du warst in der Schule beweglich, sportlich, auch lebendig, lebhaft. Also ich glaube nicht, dass andere dich auf die Seite geschoben haben, weil du hast Kraft gezeigt. Mit Sicherheit hast du hier Kraft gezeigt. Das zeigt auch Bewegung und Sport. Schütze steht im Ausland, auch in Verbindung. Also kann das ein Hinweis sein, dass du Lebenserfahrungen machst im Ausland. Was hier lernst von Schule des Lebens, das ist die Orientierung. Die Schütze kann sich von vielen Dingen begeistert sein. Feuerelement. Schütze ist Feuerelement. Schütze gehört zum Feuerelement und Feuerelement bedeutet die Begeisterung. Aber hier herrscht Jupiter. Jupiter schenkt zwar den Optimismus, aber Jupiter vergrößert immer etwas. Man neigt dazu, etwas zu übertreiben. Oder oft hat man das Gefühl, oh, da muss noch was Besseres sein. Und dadurch verliert man die Orientierung. Und die Schütze zeigt die Lösung. Und das ist diese Pfeil. Und das zeigt im Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Spirituell heißt das, hier sind unsere Wünsche. Also wenn du deine Wünsche als Ziel setzt, dann hast du Orientierung im Leben und dann machst etwas, was dich auch begeistert. Das ist deine Lebensschule. Jetzt sind wir in den tiefsten Punkt des Horoskopes. Ich vergleiche ein Horoskop mit einem Baum. Wenn ich die runde Format betrachte, dann hier im tiefsten Punkt des Horoskopen ist die Wurzel des Baumes. Und hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert und das gibt Halt in unserem Leben. Und das bedeutet unserem Ahnen, unseren Traditionen, unserem Herkunft und unserem Zuhause. Deswegen ist hier auch das Haus abgebildet und alles, was mit Immobilien, Inneneinrichtung zu tun hat, gehört auch zu diesem Lebensbereich. Hier hast du Steinbock. Steinbock ist eher konservativ, streng, besonders im jungen Jahren. Das wäre ein Hinweis für ein strenges Elternhaus oder strenge Erziehung, aber auch sehr traditionell. Steinbock wird von Saturn beherrscht und Saturn bewahrt das Alte, das Traditionelle und Saturn liebt auch das Alte. Und wenn ich das vergleiche jetzt mit deiner Wohnsituation, könnte ich mir vorstellen, ein Haus mit Antiquitäten oder eine alte Villa würde dir auch sehr gut passen mit diesem Steinbock-Energie hier. Steinbock bedeutet noch etwas, Ziele setzen. Und hier, was ist dein Ziel dann? Ein Zuhause haben oder ein eigenes Heim nach deinem Geschmack. Und guter Geschmack hast du mit diesem Waage-Aszendent. Ein geschmackvoll eingerichtetes Haus. Und das kannst du als Ziel setzen. Steinbock zeigt auch Zielsetzung. In ersten Lebenshälften ist Steinbock eher streng, grenzt uns auch ein. Und das hast du sicherlich so erlebt, immer wieder Schwierigkeiten in Wohnsituation. Im zweiten Lebenshälfte stabilisiert sich hier etwas. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Eigenen Kinder oder Enkelkinder,
aber auch die Erinnerungen an eigene Kindheit, das kommt auch noch dazu. Oder das innere Kind. Und das sollen wir auch pflegen und stärken. Uns selbst immer wieder sagen, wow, das hast du so toll gemacht, ich bin so stolz auf dich. Das stärkt uns innerlich. Außerdem sollen wir viele Dinge lernen von Kindern, weil sie zeigen uns etwas. Wenn wir die Kinder beobachten, wie sie spielen, dann erkennen wir diese Leichtigkeit, dieses Unbeschwerte. Und das hilft uns im Leben, wenn wir das umsetzen können. Und das gibt die Leichtigkeit und Lebensfreude. Diese schöpferische Kraft liegt dir, diese schöpferische Energie, das Leben wie eine Bühne betrachten und das Gestalten nach unserem Geschmack und auch so dekorieren, wie wir das vorstellen, auch die Schauspieler wählen. Wir schreiben auch die Drehbuch und führen wir die Regie und spielen wir die Hauptrolle. Versuchen das Leben mal so betrachten mit ein Kindesaugen. Und dann haben wir einen ganz anderen Lebensenergie, weil wir verspüren mehr Leichtigkeit. Und das, was wir hier lernen. Und hier hast du Wassermann. Wassermann gibt dir die Leichtigkeit, auch die Weitblick, die tolle Ideen. Das ist ein Adlerblick. Und es ist auch die Ideenreichtum und das kannst du alles schöpferisch gestalten. Ideen hast du. Der sechste Lebensbereich liegt die Alltag, wie man die Alltag bewältigt, die Pflichten nachgehen, die Arbeit und auch Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Fische. Ja, die Fische zeigt, wie du Alltag bewältigen kannst oder wie kommst du klar mit dem Arbeit. Dieses Sternbild besteht aus zwei Fischen. Astronomisch heißt das den südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Alpberg ist der Stern, was die beiden Fische miteinander verbindet und sie schwimmen. Sie schwimmen im Wasser und Wasser symbolisiert unsere Gefühle. Sie schwimmen im Ozean, die Gefühle. Aber das sind zwei Fische und der eine Fisch schwimmt in eine Richtung und das bedeutet Angst, Zweifel, Unsicherheit, Selbstmitleid und Jammern und alle leiden mit. Und ich würde behaupten, es gibt einige fischenbetonte Menschen, die das genießen, endlich Aufmerksamkeit bekommen. Endlich jemand gibt mal ein bisschen Trost und Streicheleinheiten, aber eins merken sie nicht. Das Leben ändert sich dadurch nicht, sondern es wird immer schlimmer. Weil die Angst blockiert und es wird immer größer und das führt zum Depressionen oder zum Alkohol oder Drogen, dann ist das Endstation. Das ist dann Endstation. Aber man kann aufwachen, man muss wach schütteln und sagen, so geht aber nicht, dreh um, schwimme in andere Richtung, da ist noch ein zweiter Fisch auch da. Und das ist ein Traum und da ist die Reichtum verborgen. Auch die finanzielle Reichtum, ja. Statistisch gesehen sind die meisten Bankier sind in der Kreiszeichen Fischen geboren und sie schwimmen im Geld. Sie schwimmen im Geld, weil die das vorstellen können, weil die das glauben. Und genau daran liegt die ganze Geheimnis. Ich empfehle immer wieder die Autobiografie von Arnold Schwarzenegger lesen, weil er beschreibt es auch. Das, was er erreicht hat, das hat er in jungen Jahren schon vorgestellt. Und diesen Traum hat er verwirklicht, weil er hat es nie aufgegeben. Er hat immer daran geglaubt und Glauben versetzt Bergen.
Auch wenn jemand damals ihm gesagt hätte, oh, das ist unrealistisch. Er hat bewiesen, dass solcher Traum auch leben kann. Und die Fische zeigen das auch. Und das heißt, wir brauchen von allem eine Vorstellung. Und auf dieser Vorstellung bleiben und diese Bilder pflegen und daran glauben. Und genau das löst was aus, weil Glauben versetzt Berge. Und dann das Vertrauen, davon überzeugt zu sein, das ist auch Kraft, Überzeugungskraft. Und dann aber loslassen, geschehen lassen und niemals aufgeben, immer und immer in dieser Vorstellung Glauben, Vertrauen und Überzeugung bleiben. Jede Minute. Und ich empfehle dazu noch eine Übung, jeden Tag 5 Minuten die Augen schließen, zur Ruhe kommen und das bildhaft nochmal vor die Augen behalten, Auge sehen, bildhaft vorstellen. Weil in dem Moment lenken wir Aufmerksamkeit in diese Richtung, das ist Energie. Und diese Energie manifestiert sich. Und genau das ist die ganze Wunder, wie du deine Arbeit und Alltag bewältigen kannst. Jetzt kehren wir zurück zum Aszendent Waage. Das ist der Moment deiner Geburt. Und in dem Moment ist die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont aufgestiegen, aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist die Westhorizont untergegangen, die Widder, wie ein Sonnenuntergang. Aber im Moment der Geburt sind sie noch gegenüber. Und hier ist ein Spiegel. Und hier zeigt sich die Seelenpartnerin. Und mit diesem Tor öffnet sich die liebe Partnerschaft, hier hast du Widder. Die Widder hat auch ein Geheimnis. Hier ist was versteckt. Die goldenen Fell der Widder ist hier versteckt, in ein Zauberwald. Und dieser Zauberwald hütet eine Drache. Und der Drache symbolisiert Angst und der Drachentöter bewältigt es, also kann Angst loslassen. Die ganze mythologische Geschichte bei Drachentöter handelt sich eigentlich darum, unsere Ängste loslassen. Ein Sieg über unsere negativen Gefühle und dazu gehört auch die Angst. Also wenn wir unsere Ängste loslassen können, also dann haben wir einen Sieg über diese Drache und dann können wir in diesem Zauberwald eintreten und dort ist die goldenen Fell der Widder versteckt, das was die Argonauten geholt haben. Das ist die ganze mythologische Geschichte dazu. Warum ist das so wichtig? Widder symbolisiert einen Neuanfang, immer. Astrologisch beginnt der Jahr auch mit Widder. Also das ist das Symbol dafür. Und bei jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne. Das, was Hermann Hesse auch ganz schön beschrieben hat. Und darum geht es eigentlich. Astrologisch bearbeitet das die Stundenastrologie. Und das ist wirklich so, dass immer ein Neuanfang zählt. Aber zurück zu diesem goldenen Fell der Widder. Diese ganze Geschichte zeigt, wie wichtig das ist, unserer Ausstrahlung. Weil das symbolisiert diese goldenen Fell der Widder. Und besonders bei Neuanfang ist es so wichtig. Und woher kommt diese Ausstrahlung, diese Gold, diese glänzenden Gold? Von unserem Inneren,
Und das besteht aus Denken und Fühlen. Immer positiv denken, angstfrei leben, sofort ändert sich die Aura oder Ausstrahlung unserem Energiefeld. Und es gibt ein Gesetz, ein kosmisches Gesetz. Und dieses Gesetz besagt, Gleiche zieht Gleiche an. So wie deine Ausstrahlung ist, genau das ziehst du auch an. Und mit diesem Ausstrahlung, mit diesem Auftreten, mit diesem Glanz, diesem Gold, was eigentlich die Sonne symbolisiert, und Sonne ist unserem Selbst, diese Selbstdarstellung. Genau das ist die Energie, der Tor, was hier öffnet zu Liebe, Partnerschaft wieder. Der nächste Lebensbereich ist der Tod. Natürlich hat das auch mit Tod und Todesfall auch was zu tun. Gehört auch zu unserem Leben. Aber was hier wirklich gemeint ist, dass das Leben erhalten bleiben, und wir lernen viele Dinge loslassen, verabschieden, trennen. Weil das sind Hindernisse und wir müssen nicht immer alles mitschleppen in unserem Leben, sondern brauchen wir diese Erneuerungsprozesse, und genau das beschreibt hier dieses Bereich. Aber hier handelt es sich auch um das Leben erhalten bleiben, und dazu gehört auch Sexualität. Also das ist auch die Thematik, die achten Lebensbereich. Außerdem die Finanzen. Dann kann man fragen, ja, wie hängt das alles zusammen? Das Horoskop ist als Ganz und da spiegelt sich etwas. Hier im zweiten Lebensbereich sind die Finanzen und hier gegenüber im achten ist die Spiegelung. Also spiegelt etwas im Bereich Finanzen und Werte. Aber hier handelt sich um Ämter und Investitionen wie Erbschaften oder Banken oder Finanzamt oder Versicherungen oder Spekulationen gehören auch zu diesem Lebensbereich. Ich nenne das immer wieder mal, hier sind die Tabuthemen wie Tod, Sex und Geld. Und hier hast du Stier. Stier steht zum Geld, Stier steht zum Besitz. Aber mit Stierenergie neigt man dazu, alles festhalten. Und hier, wo du lernst loslassen, ist das ein Prozess. Prozess von alles verabschieden, was du nicht brauchst. Gewohnheiten, Glaubenssätze oder Kontakte, materiellen Dinge, was du nicht brauchst, einfach loslassen. Dann geht es viel einfacher, viel leichter und hast du Platz für etwas Neues. Wenn das um die Liebepartnerschaft handelt, mit Stierenergie neigt man dazu, die Partnerin zum Besitz nehmen. Manchmal neigt man auch zum Eifersucht. Und das kann auch hier ein Hinweis sein, von diesen Gefühlen verabschieden. Das sind dann die Erneuerungsprozesse. So wie die Zellen sich erneuern, genauso kann man das auch vorstellen. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen, Ausland, Auslandskontakte, aber auch inneren Reise, Spiritualität, Glaubensrichtungen oder Glaubenssätze. Woran glaubst du? Hast du überhaupt Glauben? Glaubst an dir selbst? Glaubst an deinen Erfolg oder glaubst deine Berufung oder in die Liebe? Also hier beschreiben wir unseren Glaubenssätze. Hier hast du die Zwillinge. Die Zwillinge schenkt die Leichtigkeit. Und natürlich Auslandskontakte hier mit Zwillingsenergie ganz einfach. Und leicht Kontakte zum Pflegen. Oder hast du die Begabung zum Lernen, wie Fremdsprachen
Fremdsprachen zum Lernen. Hier gibt es auch die Bereich, in diesem Bereich auch Thema Bildung und Zwilling zeigt die Intelligenz dazu. Also das kann auch eine höhere Bildung sein. Also gute Kontakte im Ausland, höhere Bildung, Fremdsprachen ist überhaupt kein Problem, geht alles mit Leichtigkeit. Aber wenn ich jetzt die spirituelle Richtung beschreibe, dazu muss ich erzählen die mythologische Geschichte. Das kann eine innere Reise sein. Es gab eine Königin Leda. Und Leda war eine sehr schöne Frau und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger und sie gebar den Zwillingen Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Und dann kam der Tag, wo Castor sterben musste und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich will auch sterben, ich kann das nicht zusehen, dass mein Halbbruder stirbt, bis jetzt waren wir auch immer zusammen, ich will auch nicht alleine sein, also bitte, ich will auch sterben. Und Zeus hat gesagt, nein, du musst nicht sterben, Castor muss auch nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt. Und die sind die Hauptsterne im Zeichen Zwillingen. Und das zeigt für uns etwas, was wir verstehen sollen. Und das heißt, wir Menschen haben eine Seele. Und unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Also unsterblich, göttlich, unsterblich, eine göttliche Funke in uns, in unserem Inneren, das ist das Seelische und das symbolisiert Pollux. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt die Erde, verlässt Materie und kehrt zum Gott zurück. Und wenn die Seele mit voller Erinnerungen und Gefühlen und Lebenserfahrungen dann zurückkehrt zum Gott, dann kann ich sinngemäß das so vorstellen, dann Gott fragt uns dann, ja, wie war es da auf die Erde, erzähl mal. Und das ganze Leben spielt sich ab wie ein Film, von Geburt bis zum Tod. Und die Seele schaut das an. Und Ende des Filmes fragt dann Gott uns, ja, wie fühlst du dich jetzt? Also ich kann das nur so vorstellen. Und wenn die Seele dann behaupten kann, ja, mir geht's gut, es war so schön auf die Erde, ich habe so tolle Erinnerungen, ich fühle mich so frei, dann hat die Seele sich befreit von Karma. Natürlich kommt noch die Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung, aber darum geht jetzt nicht. In erster Linie diese Seelenreise zu verstehen, weil das zeigt die Zwillinge. Aber wenn die Seele sagt, nach dem, was alles nochmal angeschaut hat, oh, wenn ich das jetzt betrachte, stelle ich mir fest, ich habe gar nicht gelebt. Es ist zwar spät, das gut zu machen, aber Gott ist großzügig und Gott gibt uns die Möglichkeit, das zu verbessern. Das heißt, die Seele macht eine Seelenreise und ist in diesem Rad drin und das nennt man Schicksalsrad und die Seele kommt wieder zurück auf die Erde, wählt ein Schicksal aus. Und das hat einen Anfang, unserem Geburt und ein Ende, das ist unserem Tod. Und das symbolisiert Castor. Und das ist diese Geschichte Castor und Pollux. Castor ist dieser Schicksalsweg, was irgendwann zu Ende geht. Und Pollux ist das Ganze, unserem Seele. Und hier
ist die Verbindung und das ist dein spirituellen Weg, ein Bezug zum Bekommen zu deiner Seele, in deinem Inneren. Das findest du, wenn du meditierst, wenn du zur Ruhe kommst und dann entdeckst diese Wunder, die inneren Stimme, die Verbindung zum Gott, dann verspürst auch diese Seelenfrieden und kommt auch die Inspiration dadurch. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Wenn ich jetzt mit diesem Baum vergleiche, dann ist die Krone des Baumes. Und hier bekommen wir Anerkennung und Lob, Ansehen. Das zeigt auch die Öffentlichkeit. Und hier liegt auch unsere Berufung. Und hier hast du Krebs. Ein Löwe stellt sich gerne im Mittelpunkt. Krebs weniger. Krebs braucht das nicht. Ich würde sogar sagen, das macht die Krebs eher unsicher oder schüchtern. Krebs braucht dann eher dieser Rückzug. Aber wenn es darum geht, Anerkennung zu bekommen, dann ist wichtig erstmal das Verinnerlichen. Krebs zeigt ein Zuhause. Natürlich ist das für dich wichtig, ein schönes Zuhause zu haben, das vielleicht mal zeigen und da stolz zu sein oder auf deine Familie stolz zu sein. Aber Krebs bedeutet auch unserem inneren Zuhause wie ein inneren Tempel, wo unsere Seele ist. Und Krebs hat auch mit unseren Gefühlen was zu tun, das ist auch Wasserelement. Und das heißt, wenn du Ziele hast, wenn du Anerkennung brauchst, wenn du deine Berufung leben möchtest, erstmal versuche, das zu verinnerlichen und auf dein Gefühl hören, auf deine Intuition. Und die Krebs hat dieses Feingefühl, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Die Krebs weiß das intuitiv, wann ist der richtige Moment zum Handeln. Und wann ist besser zurückziehen und abwarten. Die 11. Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen und Freundschaften. Und wir sollen auch Freundschaft schließen mit unseren Wünschen. Außerdem hier sind auch die Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie ein Verein oder eine Partei. Hier hast du die Löwe. Und du liebst es auch, mit Menschen umgeben, die Macht haben oder stehen in Öffentlichkeit. Außerdem, dein Wunsch ist deine Selbstfindung. Löwe symbolisiert auch das Selbstbewusstsein. Die 12. Lebensbereich sind die tiefsten Geheimnisse des Lebens und alles, aber alles, was im Geheimen ist. Alles, was hinter geschlossenen Türen passiert, auch karmischen Themen und auch die Ursache an etwas, die Ursache, die Erkrankungen oder die Ursache an bestimmten Ereignissen, hier hast du Jungfrau. Und die Jungfrau hat die analytisches Denken. Und das kannst du ganz gut untersuchen, bis zum kleinsten Detail. Sonne befindet sich im Widder. Sonne fühlt sich sehr wohl im Widder, weil hier ist erhöht. Also dein Selbst, deine Selbstdarstellung, auch dein Selbstwertgefühl, diese männliche Energie auch, Widder ist männlich, das ist sehr stark ausgeprägt und das zeigt dein Mut, auch deine Kampfbereitschaft, wenn das drauf ankommt, obwohl mit Waage, Aszendent liebst die Harmonie und das Frieden, aber wenn du wirklich drauf ankommst, dann zeigst du auch richtig Kraft. Also eine ganz, ganz starke Sonnenposition. Das kann auch noch Erinnerungen sein an deinen Vater oder
dein Vaterbild, Sonne symbolisiert auch der Vater. Mond symbolisiert die Mutter und symbolisiert die Mutter und hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, auf unserem Unbewussten. Sonne ist im Stier. Das heißt, du bist kurz nach Neumond geboren. Und das ist so deine Energie, immer ein, zwei Tage nach Neumond. Im Neumond ist wichtig, zurückziehen, nachdenklich zu sein, überlegen etwas oder meditieren über etwas. Und dann beginnt die zunehmende Mondphase und hat man diese Kraft, etwas starten, etwas in Gestalt bringen. Und das ist so deine Energie, immer wenn es um Neuanfang geht. Aber erstmal verinnerlichen, das kannst immer wieder, wenn Neumond ist. Und wenn das vorbei ist und beginnt die zunehmende Mondphase, das ist so dein Energie, weil genau so war das in deinem Geburtsmoment auch. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und das ist eine männliche Energie, zeigt auch deine Männlichkeit. Das ist rückläufig, diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit, entweder an deine Kindheit oder karmischen Themen. Und das hast hier im Jungfrau. Und hier brauchst du Heilung. Jungfrau zeigt die Heilung. Und warum? Weil hier ist die Schattenseite ist. Und das kannst du so vorstellen. Dieser 12. Lebensbereich ist zwar sehr geheimnisvoll, und kennt die Geheimnisse. Und da hast du deine Kraft. Und mit Jungfrau kannst du es genau untersuchen. Beruflich ist das hervorragend, wenn du Detektiv bist oder in Forschungsarbeit tätig bist oder bist du Psychologe, als Tiefpsychologin, das zu erkennen, die Ursache an Erkrankungen und also in diesen Gebieten, in diesem Forschungsgebiet und all das, was um Geheimnisse geht, ist das sehr, sehr machtvoll. Weil du hast diese Begabung. Aber im Alltag, wenn das darum geht, dich zu behaupten oder dich zu wehren, man neigt dazu, zurückzuziehen. Und hier hast du karmische Themen, weil Mars ist rückläufig. Also da ist eine Thematik, was man verbessern soll. Und warum ist es so? Dein Aszendent ist Waage. Kurz davor ist die Jungfrau mit Mars in Osthorizont aufgestiegen. Es ist ganz nah zu deiner Geburt. Das ist vielleicht eine halbe Stunde vorher. Also das heißt, Mars hat einen ganz starken Einfluss auf dich, auf deine Persönlichkeit. Und in dem Moment, wo hier Mars aufstieg in Osthorizont wie ein Sonnenaufgang, ist in deiner Nähe, aber du selbst bist du noch gar nicht geboren. Du bist in dem Moment noch im Mutterleib. Erst so etwa eine halbe Stunde später kommt dann die Waage und das ist dann dein Geburtsmoment. Und Mars hier fühlt sich immer so, wenn du gar nicht geboren wäre und wartet und wartet und wartet für eine Neugeburt, bis du das entdeckst. Hoppla, ich habe doch ein Mars-Energie, ich kann mich doch durchsetzen, ich kann mich behaupten, ich kann mich auch wehren. Aber achte noch auf etwas. Mit Waage Aszendent möchte man Frieden, Harmonie, beliebt zu machen. Und wenn du dich wehrst, weil die Mars meldet sich immer wieder, außerdem du hast Sonne im Widder, also das ist auch Mars-Energie, weil über die Tierkreiszeichen wieder herrscht Mars. Also du hast schon einen Bezug zum Mars-Energie. Also du kannst dich auch wehren. Wenn das drauf ankommt,
dann zeigst du Kraft und Mut und das direkt. Das ist so Wiederenergie und du bist im Wiedergeboren. Aber dann meldet sich die Waage, weil du hast Aszendent Waage und das gehört zur Persönlichkeit und dann möchtest du das in Harmonie bringen, möchtest du dich beliebt machen, dann hast du vielleicht sogar Schuldgefühl, dann wirst du niemand verletzen und was passiert dann? Dann ziehst die Mars-Energie zurück. Ein Rückzug hier im Verborgenen. Entweder bereust du das und gehst auf die Rückzug oder entschuldigst dich dafür, wie das dir leid tut, aber irgendwas doch macht dich innerlich wütend, wo Mars sagt, eigentlich hast du recht gehabt. Warum hast du dich dann entschuldigt, dich beliebt zu machen? Also das sind so Feinheiten, aber versuche, diese Mars-Energie entdecken, weil hier brauchst du die Heilung. Jungfrau zeigt auch Heilung. Und leb diese Mars-Energie und wenn aber die Waage sich auch meldet, wenn das angebracht ist, dann entschuldige dich dafür. Wenn du aber im Rechten bist, dann brauchst du das nicht. Dann müssen die anderen damit klarkommen. Und dann bleibst du im inneren Gleichgewicht. Merkur ist im Widder. Widder ist schnell. Merkur steht für Sprache, Gesprächen. Und das ist der Impuls. Widder gibt den Impuls, etwas sagen. Und Widder ist schnell, manchmal unüberlegt. Und hier kann das passieren, und das erlebst du immer wieder in die Partnerschaft, weil hier der siebte Lebensbereich liegt und das ist die Partnerschaft. Dass du etwas sagst, schnell, unüberlegt und dann spürst du, dass die anderen verletzt ist. Dein Waage Aszendent hat damit eine Themen und dann als Mann ziehst du dich zurück. Und die Partnerin wundert sich, warum bist du wieder im Rückzug? Jupiter befindet sich im Krebs, hier ganz oben. Jupiter vergrößert etwas und das ist eine innere Größe. Und das will in Öffentlichkeit sein, das zum Präsentieren. Und Jupiter gibt dir auch das Glück, die Chancen, die Möglichkeiten, entweder in Öffentlichkeit sein, im Mittelpunkt zu sein, wobei die Krebs mag das nicht immer. Krebs braucht das nicht unbedingt, aber deine Berufung leben. Jupiter gibt dir die Chancen, deine Berufung zu leben. Bei Krebsenergie kann das Selbstständigkeit sein, wie ein Familienbetrieb. Oder bei Jupiter-Einfluss kann auch bedeuten in einem juristischen Bereich, weil Jupiter steht zum Gerechtigkeit und auch alles, was mit unserem Rechtssystem was zu tun. Das könnte auch die Berufung sein. Oder Lehrer. Lehrer passt auch sehr gut zum Jupiter. Jupiter ist der Weise und belehrt uns. Venus befindet sich in Zwillingen. Venus ist eine weibliche Energie. Also bei männlichen Horoskopen bedeutet das die Frau. Und hier im Zwillingen, das heißt, sie soll gebildet sein. Du legst großen Wert drauf, dass du mit der Partnerin auch gute Gespräche führen kannst und dass sie intelligent ist. Hier im neunten Lebensbereich ist Ausland, Auslandskontakte. Das kann bedeuten, dass du die Liebe im Ausland findest oder dass diese Dame von Ausland kommt und kann auch bedeuten, dass du liebst Reisen,
Du liebst Reisen oder Fremdsprache. Venus zeigt all das, was wir lieben, aber in erster Linie bedeutet im Geburtshoroskop doch Liebe, Partnerschaft oder die Herzensdame, und das hat schon einen Bezug zum Zwillingsenergie, und das zeigt auch Gespräche, intelligent, gebildet zu sein. Und im neunten Lebensbereich steht auch zum Bildung, aber auch zum Ausland. Saturn. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma und mischt sich ein auf unserem Schicksalsweg und belehrt uns. Es ist nicht immer angenehm, aber hier haben wir immer Lernaufgabe. Saturn ist in Fischen. Und das, was Saturn dich belehrt, wie meisterst du deinen Alltag? Und das, was ich erzählt habe über diese Tierkreiszeichen, erinnere dich auf diesen beiden Fischen, die schwimmen im Wasser und immer in dieser Vorstellung bleiben, im Vertrauen bleiben, dann loslassen, einfach geschehen lassen. Mit Saturn ist im ersten Lebensbereich eher streng. Es ist schwierig, das zu vorstellen, dass alles nach unseren Wünschen geht. Aber im zweiten Lebensbereich manifestiert sich etwas, Saturn sorgt für Sicherheit, Stabilität und Ordnung. Hier gehört auch der Gesundheitsbereich bei Saturn, sind es gesundheitliche Themen wie Zähnen oder Knochen, besonders Knie und Haut. Astromedizinisch steht Saturn damit in Verbindung. Uranus ist rückläufig, das hat auch mit Vergangenheit was zu tun, oft karmischen Themen. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, ist im Löwe. Uranus ist auch nicht nur Veränderung, sondern was Einzigartiges, Außergewöhnliches, und das kommt immer plötzlich, unerwartet. Und das ist ein Hinweis, dass die Freundeskreis kommt oder bestimmten Freunde kennenlernst du in ungewöhnliche Art und Weise oder kennst du außergewöhnliche Menschen. Aber wenn das um deine Hoffnungen und Wünsche geht, und dann ist wichtig, dass dieser Uranus-Energie die Veränderungen und dass dein eigenen Weg oder dein eigenen Wille, dein Selbst lebst, das wäre diese Veränderung, was hier Uranus zeigt. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und Neptun ist im Waage. Neptun ist rückläufig und das zeigt auch Vergangenheit oder alten karmischen Themen. Neptun ist auch der Planet der Künstler, lässt uns inspirieren. Also hier zeigt sich die künstlerische Begabung. Waage auch, Neptun sowieso, hier im Waage verstärkt sich das noch. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun oder karmischen Themen, auch im Löwe. Pluto bedeutet alles oder nichts, entweder oder, gibt es keine Kompromisse. Und das erlebst du im Freundeskreis und du sollst auch umsetzen bei die Wünsche. Wenn du vorstellst etwas und das entspricht deine Vorstellung, deine Wünsche, das kannst du als Ziel setzen. Und Pluto sagt dazu alles oder nichts, entweder das oder gar nichts. Keine Kompromisse und das ist die innere Stärke. Und Pluto zeigt, wie wichtig das ist, alles loslassen, was das stört. Und das kann ein Hinweis sein, achte auf die Freundschaften, die angeblichen Freunde, die nicht gut meinen mit dir, dann lieber das beenden. Unser Planet Erde bewegte sich in deinem Geburtstag, also im Tag, wo du geboren bist, im Waage. Und hier manifestiert sich etwas.
Und das ist dein Aszendent, das heißt deine Persönlichkeit. In deinem Lebensweg manifestiert sich deine Persönlichkeit. Jetzt kommen die beiden karmischen Knoten Rahu und Ketu. Beide zusammen sind eine Drache. Aber die sind nicht zusammen, weil die sind getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. Und wir kennen nur den Körper ohne Kopf. Und das zeigt alten karmischen Erinnerungen in dem Weg, wo wir schon gegangen sind. Das ist Vergangenheit. All das, was wir schon erlebt haben in früheren Leben. Und das nennt man absteigende Mondknoten oder Ketu. Und das hast du hier im Waage. Das war für dich sehr wichtig, deine künstlerische Begabung leben, deine Persönlichkeit leben, aber etwas hat dich gehindert in früheren Leben, dass das Realität wird, dass das manifestiert wird. Und hier hast du eine karmische Aufgabe, das jetzt zum Leben. Diese Drache hat auch einen Kopf und dieser Kopf kennen wir nicht. Und die Seele sucht es. Die Seele sucht und fragt, wo ist der Kopf dieser Drache? Das muss erst mal finden. Im Horoskop zeigt sich das und das hast du ihm wieder. Und das, was dich befreit. Und hier sind Vaterthemen. Das ist die Sonnenenergie. Sonne steht in Verbindung zum Vater. Merkur kann ein Hinweis sein auf deine Kindheit und Jugend, weil Merkur herrscht über diese Zeit. Und hier ist ein Weg, entweder der Vaterbild unterstützt deine Selbstfindung oder dein Vater hat dich eingeschränkt und du möchtest in einen anderen Weg gehen, was deine Persönlichkeit entspricht. Ist auch möglich. Aber hier ist wichtig, mit diesem Rahu-Energie nicht nur an diesem Bilder arbeiten, in diesem Vaterbild und das natürlich auch die Erinnerungen auf die Kindheit und Jugend, sondern hier ist auch wichtig, zu deiner Sonne stehen und Sonne symbolisiert dein Selbst und natürlich auch zu deiner Persönlichkeit und das in Partnerschaft leben. Diese Tür öffnen zum Partnerschaft. In indischer Astrologie gibt es Mondhäuser. Und das zeigt die Tagesbewegung des Mondes. Dazu gibt es auch eine mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini ist eine junge, hübsche Dame, unschuldig. Das symbolisiert die Morgenröte. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst auch ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und jede Frau ist anderes, jeder Tag ist anderes. Die Einflüsse kommen natürlich von Sternen. Dein Aszendent ist Waage. Dieser Mondhaus heißt Vishakha. Dieser Vishakha ist ein Feuergöttin und hütet den Tempelfeuer. Und das ist dein inneren Tempel. Und dieser Tempelfeuer bedeutet dein Herzenswärme, bedeutet auch dein inneren Feuer, deine Begeisterung. Man sagt auch mit Herz und Seele dabei sein, die Leidenschaft. Und das sollst du entdecken, diese inneren Feuer. Vishakha verbrennt alles, was im Weg steht. Und jetzt nicht als zerstörerische Energie, sondern symbolisch. Gemeint ist das Loslassen. Denn Sonne im Widder befindet sich
im Mondhaus Kritika und Merkur auch beides. Beides hier im Kritika. Das heißt übersetzt die Plejaden. Und die Plejaden und die Hyaden sind die Töchter von Atlas. Die Plejaden sind sieben Geschwister, die Hyaden sind sieben Geschwister. Die sind alle die Töchter von Atlas und die sind Halbschwester. Die weinen oder man nennt die auch als Regengeschwister, weil sie verkünden die Regenzeit. Und diese Geschwister, diese Hyaden und Plejaden zusammen, bilden den goldenen Tor, die Ekliptik. Und das befindet sich zwischen Widder und Stier, hier in diesem Bereich. Und wie ich schon sagte, die Widder symbolisiert Neuanfang. Und diese goldenen Felder Widder, wie wichtig das ist, auf unsere Ausstrahlung achten. Und dann gehen wir durch diesem Tor, der goldenen Tor, die Ekliptik. Und das erzählt Frau Holle. Hier entscheidet sich, was manifestiert sich, weil wir übergehen von Widder auf Stier. Das ist Feuerelement, das ist erstmal die Begeisterung. Bei Stier manifestiert sich etwas, weil Stier ist schon Erdeelement. Und das bedeutet Taten, Realität. Und diesem goldenen Tor, die Ekliptik, so wie Frau Holle erzählt, hier entscheidet sich unsere Lebenseinstellung. Sind wir die Verlierer, die leben, dann sind wir die Pechmarie, da regnet Pech. Oder sind wir die Gewinner, die leben, dann sind wir die Goldmarie, dann regnet Gold. Also immer auf die Orientierung, die Einstellung achten. Mond ist im Stier und befindet sich im Rohini. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, aber auch zum Mutterbild. Und hier im Stier handelt es sich um Werte und Besitz. Und hier Rohini war die große Liebe des Mondes, die Morgenröte. Und das zeigt, wie wertvoll ist für dich die Liebe. Und daran sollst du glauben. Mars ist hier im Jungfrau, befindet sich im Mondhaus Hashta und das bedeutet übersetzt Hand und Handlungen und wird von Vindamiatrix bestrahlt. Vindamiatrix wurde bei den Römern verehrt. Und das ist die Weinleserin, steht in einer engen Verbindung zum Weingott Dionysos. Und diese Vindamiatrix, diese Weinleserin, zeigt uns die Lebensfreude, wie ein Fest, Tanz, Musik, Fest. Und das, was du brauchst, dein Mars-Energie braucht das. Und das, was dich heilt, was dich befreit. Jupiter hier im Krebs befindet sich im Mondhaus Pushya und das bedeutet tiefe Intuition und auch die Begabung, verspüren die richtigen Augenblick im richtigen Ort zu sein, intuitiv handeln. Venus befindet sich im Zwillinge im Mondhaus Atra und das bedeutet die lebendige Frische. Das heißt, diese Dame für dich gibt diese lebendige Frische in dein Leben. Saturn hier in Fischen, hier befindet sich in Uttarapadra Mondhaus und das bedeutet reinigen die Gedanken und Gefühle und im inneren Gleichgewicht bleiben, nehmen und geben, in Gleichgewicht halten. Uranus und Pluto, beide hier im Löwen, befindet sich im Mondhaus Uttarapalguna und das bedeutet Zeit zum Ernte. Es war mal früher etwas und in dieses Leben kommt die Ernte. All das, was du ausgesät hast in früheren Leben, das wirst du ernten, das kommt und bleib in Vertrauen, du lebst dann deine Wünsche. Neptun befindet sich im Waage, in selbe Mondhaus wie dein Aszendent
Und das ist diese Feuergöttin Vishakha. Rahu, der Weg, was deine Seele sucht, was dich auch befreit im Widder, dieser Kopf, dieser Drachenkopf hier im Widder, befindet sich im Mondhaus Ashwini und das heißt Heilung. Entweder die Liebe gibt dir wie eine Art Heilung und befreit dich, oder hast du diese Heilenergie und das lebst du aber auch mit der Partnerin zusammen. Könnte ich auch vorstellen, dass das hier spiegelt sich etwas und kommt in die Partnerschaft auch die Heilung rein, aber entdeckst du auch deine eigenen Heilkraft, Heilenergie. Hier Swati, hier ist es, Ketu hier im Mondhaus Swati, genau, Ketu ist hier, dieser absteigende Mondknoten im Aszendent befindet sich im Mondhaus Swati. Swati bedeutet übersetzt Selbst und auch Seele. Sva bedeutet Selbst, Ati bedeutet Seele, kommt von Sanskrit. Also lebe dein Selbst und achte auf deine Seele, auf deinen Seelenzustand. Dieser Mondhaus, dein seelischer Zustand, achte auf deinen seelischen Zustand, genau. Dieser Mondhaus wird bestrahlt von Kreuz des Südens. Diesem Stammbild ist im Südhalbkugel sichtbar und diesem Stammbild befindet sich die Südpol und dient zum Orientierung. Du brauchst Orientierung in dein Leben. Außerdem, dieser Kreuz des Südens symbolisiert spirituellen Themen und religiösen Themen. Jetzt noch die Verbindungen. Mond bestrahlt dein Aszendent. Mond steht in Verbindung zu deiner Mutter. Das kann auch Kindheitserinnerungen sein, bezüglich auf deine Mama. Mond herrscht aber auch unserem Unbewussten. Das sind unsere Träume, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, unsere Gefühle, unserem Innenleben. Mond bestrahlt dein Aszendent und diese Verbindung heißt ein Quinkungsaspekt. Und das kann ich folgendermaßen erklären. Stell dir vor, vor dir ist ein Pendel und jemand fragt dich, du sollst beschreiben, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen. Du würdest antworten, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht so, vielleicht bewegt sich gar nicht, ich weiß es nicht. Also entsteht dadurch, durch diesen Vielleicht-Aspekt, dieser Aspekt oder Verbindung nennt man auch als Vielleicht-Aspekt, eine gewisse Unsicherheit. Und das hast du in deinem Inneren und steht sogar in Verbindung zu deiner Persönlichkeit. Und das steht mit deiner Mutter in Verbindung. Und das kann auslösen, du wolltest deine Mama beeindrucken, und du wusstest nicht, kommt das gut an oder kommt das nicht gut an. Vielleicht ist es so und reagiert positiv, vielleicht ist es doch nicht so. Das ist so Vermutung von mir, also ich möchte das nicht behaupten. Aber du hast hier auf jeden Fall diesen Aspekt, was bei dir diese inneren Unsicherheit auslöst. Und später im Leben kommt es immer wieder dieses Gefühl, soll ich nicht, oh, vielleicht ist besser so, ja, was kommt morgen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht einordnen. Und Mutter ist eine weibliche Energie, natürlich dieses Mutterbild spiegelt sich später in die Partnerschaft, man überträgt sich automatisch auf die Partnerin, man löst es in gewisser Unsicherheit aus, wenn das um Partnerschaft geht, wo bei dir entsteht dieses Gefühl, soll ich in diese Partnerschaft eingehen, soll ich nicht, oh, ich weiß es nicht. Also das sind die inneren Gefühle. Sonne und Merkur steht in einer sogenannten Konjunktion, das heißt, sie wirken zusammen.
Und das handelt sich um Gespräche, deinen Handlungen, deines Selbst. Dann spiegelt sich da auch der Vaterbild, spielt auch eine Rolle. Mond steht mit Mars, eine sehr schöne Verbindung. Und das zeigt deinen Gefühlen, du bist sehr gefühlsvoll und hilfsbereit. Und das ist wieder Mutterbindung. Ich würde, das ist aber eine schöne Verbindung. Dieser Mars steht mit Mond, eine schöne Verbindung. Aber wie ich schon erzählt habe, Mars fühlt sich noch wie im Mutterleib. Und das kann ein Hinweis sein, eine sehr enge Verbindung zur Mutter und eine sehr tiefe Liebe zur Mutter. Aber deine Mama kann dich nicht loslassen oder lässt es gar nicht zu, dass du deine Persönlichkeit lebst und du bist unsicher, oh, wenn du dein Selbst lebst, selbst lebst und so bist du, wie du sein möchtest, dann passt das vielleicht eher nicht. Also da ist ein gewisser Konflikt. Merkur und Uranus steht in einer schönen Verbindung, das zeigt dein Wissen, auch deine Intelligenz, auch Bildung. Beide steht zu Ideen und Wissen in Verbindung. Jetzt kommt etwas über die tibetische Astrologie und das zeigt hier dieses Bild. Und das heißt, nach außen regnet es. Und es kommt immer wieder in dein Leben vor, da kommt plötzlich ein Gewitter. Und wenn du verstehst, wie notwendig das ist, weil das ist für dich ein Reinigungsprozess, weil dann klärt sich was auf und dann scheint die Sonne wieder. Und das ist keine Herausforderung, auch keine Strafe Gottes, sondern das ist wirklich wichtig, weil dann kannst du die Unklarheiten klären oder bekommst du andere Eindrücke und damit kommt etwas in Form. Die Zahl 4 bedeutet dann auch Struktur. Du achtest sehr auf dein Aussehen, möchtest immer attraktiv erscheinen und du hast eine sehr angenehme Auftreten. Ein gutes Herz, bist auch dankbar. Und du möchtest auch, dass deine Wünsche zur Erfüllung gehen. Du liebst ein schönes Zuhause. Manchmal neigst du dazu, zu viel Geld ausgeben für schöne Dinge und dann übernimmst dich ein bisschen finanziell. Aber du bist sehr hilfsbereit, angenehm und möchtest deine Ziele erreichen. Wenn dich etwas zurückwerft und du kommst nicht ins Ziel an, das kann Unzufriedenheit auslösen. Das ist hier eine Feuerziege, das ist in tibetischen Astrologie dein Zeichen. Hier ist sehr viel Feuerelement und Holzelement. Die Feuerelement ist deine Begeisterung, deine Leidenschaft, die Holzelement zeigt dieses Wachstum. Und deine Glückszahl ist die Zahl 6 im Metallelement. Glück hast du, wenn du die Vergangenheit abschließen kannst, wenn du vieles loslassen kannst. Das ist wie eine Art Klärung oder Reinigung. Die wichtigste in dein Leben ist die Zahl 9 im Feuerelement. Und das heißt, wenn du in deine eigenen Grenzen stoßt und hast du das Gefühl, jetzt verlierst du Mut und Kraft, dann diese Kraft zu haben, weitermachen, dieses Feuerelement verspüren. Oder wenn jemand versucht, dich in die Enge treiben. Und wenn du da Kraft zeigst, dann ist es wirklich das, was du lernst, was für dich sehr wichtig ist. Dein Schicksalszahl ist die Zahl 3 in Wasserelement. Und das heißt, auf deine Gefühlen achten. Du brauchst erstmal die innere Harmonie, die innere Gleichgewicht, die innere Ruhe. Und von diesem inneren Kraft kann etwas Neues entstehen. Lieber Venier, so könnte ich dein Geburtshoroskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute von Dendera.